Die Allgäuer Festwoche. 9 Tage Allgäuer Kultur, Wirtschaft und Tradition. Alte und neue Bekannte treffen, Allgäuer Bier probieren und in Tracht über das Gelände schlendern. Als größte Wirtschaftsmesse der Region findet die Festwoche jetzt schon seit 1949. Bis auf ein paar Ausnahmen jedes Jahr statt. Für die Allgäuer hat die Festwoche eigentlich eine identitätsstiftende Bedeutung. Wir sagen, es ist die 5. Jahreszeit, aber es ist eben eine bedeutende Wirtschaftsausstellung mit 400 Ausstellern, die meisten aus der Region. Eine Heimatschau, es ist Kulturfestival und es prägt das Leben in der Stadt während dieser 9 Tage natürlich ganz maßgeblich. Und wenn man im Allgäu aufgewachsen ist, dann kennt man die Festwoche seit seiner Kindheit. Auch Oberbürgermeister Kiechle, der in Kempten aufgewachsen ist, ist schon als Kind über die Festwoche gelaufen. Dann war es von den Anfängen her natürlich noch ein begleitetes auf die Festwoche gehen mit meinen Eltern. Und so als Kind nimmt man das ein bisschen anders wahr wie später dann. Aber das Treffen von Freunden, das ist eigentlich bis heute so geblieben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was die Festwoche ausmacht. Wer einmal weggezogen ist aus der Stadt, der kommt während der Allgäuer Festwoche wieder in seine alte Heimatstadt und man trifft eben alte Freunde und Bekannte. Eine Sache darf auf der Festwoche natürlich nicht fehlen, und zwar das Bier. Dass die Brauereien sich schon Monate im Voraus mit der Produktion des Biers für die Festwoche beschäftigen, ist wahrscheinlich nicht jedem Besucher bewusst. Und deshalb haben wir uns mit einer Brauerei getroffen, die schon seit Jahren Bier für die Festwoche braut. Nach dem Reinheitsgebot dürfen für die Herstellung von Bier allein die Zutaten Wasser, Hefe, Malz und Hopfen verwendet werden. Thomas Witschereck ist Bierbrauer und ist schon seit über 30 Jahren für die Produktion des Festbiers verantwortlich. Wir fangen mit der Produktion meist schon im März an. März, April sowas, um die ersten Sude herzurichten. Und es zieht sich dann kontinuierlich über den Juni, über den Juli bis halt jetzt dann im August, wo wir dann das Ganze dann auf der Festwoche darstellen dürfen. Im Vorhinein kommt es im Endeffekt auf die genaue Produktionsplanung an. Dazu gehört auch, dass zum richtigen Zeitpunkt eingebraut wird und die Lagerzeit berücksichtigt wird. Wer sich jetzt fragt, ob ein Bierbrauer, der Bier für die Festwoche produziert, auch privat zur Festwoche geht, natürlich. Das macht auch richtig Spaß, einfach da mitzufeiern und auch auf den Tischen zu stehen, das Bier zu genießen mit Freunden. Ja, die Festwoche ist für mich schon gesetzt. Wir setzen auch bei uns in dieser Woche kaum Termine rein, damit wir auch Zeit haben für die Festwoche. Als Bierbraumeister, da darf eben, obwohl auf dem Gelände der Brauerei eigentlich Alkoholverbot herrscht, regelmäßig Bier probiert und getestet werden. Das ist die sogenannte Zwickelprobe. Da ist das Bier noch mit Hefe versetzt, ist noch nicht filtriert. Und da schauen wir hauptsächlich auf den Geschmack und auf die Schaumhaltbarkeit mit an. Wir prüfen, ist es
schön voll, hat es einen guten Charakter. Ein Festbier muss ja über 13% Stammwürze haben. Das sagt was über die Kraft des Bieres aus. Und haben wir das erreicht? Wir versuchen mit dem Geschmack irgendwelche ja, eventuellen anderen Aromen rauszuschmecken und geben dann aber erst den Tank auf frei zum Filtrieren. Und dann kommt die zweite Probe, das ist die filtrierte Probe, wo wir dann die Klarheit, den Glanz betrachten, auch den Schaum, aber auch den Geschmack. Das wird also verkostet. Wir haben auch im Labor dann regelmäßig Verkostung, wo wir auch rein wissenschaftlich sozusagen dann das Bier bewerten mit Noten. Und wenn dann alle Braumeister einverstanden sind, dann wird das Bier auch freigegeben. Ja, und in diesem Fall wird das Bier dann eben für die Festwoche freigegeben, deren Aufbauarbeiten derzeit in vollem Gange sind. Um herauszufinden, wie ein Event wie die Festwoche aus technischer Sicht überhaupt realisiert werden kann, treffen wir uns mit der Architektin der Allgäuer Festwoche, Marianne Lechner. Sie ist rundum für die Planung der Festwoche verantwortlich und so ziemlich für jeden der rund 80 bis 100 Mitarbeiter, die derzeit mit dem Aufbau beschäftigt sind, Ansprechpartnerin. Das bedeutet viel Planung und viel Koordination. Vom Aufstellen der Zelte über die Standvergabe für die Aussteller bis hin zu Absprachen mit den Handwerkern. Und all diese Gewerke müssen ja irgendwie miteinander verzahnt werden. Es gibt vielleicht einmal einen Lieferverzug beim Zelt, das muss dann koordiniert werden mit dem Elektriker, mit dem Messebauer, mit dem Dekobauer, mit Wasser, Abwasser. Da müssen wir uns halt immer kurz schließen, wie können wir es machen, wie geht es weiter. Wir können keine Leerläufe uns erlauben, weil irgendwann kommt der Tag X, da kommen die ersten Aussteller und da müssen wir fertig sein. Über das ganze Festwochengelände muss Strom verlegt werden. An viele Stände muss Wasser hin und auch wieder abgeleitet werden. Eine Aufgabe, die nur durch Planung gelingen kann. Es gibt ja diese technischen Unterlagen, die müssen die Aussteller zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben haben, was sie in der Regel nicht alle rechtzeitig tun. Also wir kriegen jetzt noch Anträge für Zelthallen, die schon längst stehen. Dann geht es also in der Sichtung bei uns, dann wird es weitergegeben an die einzelnen Handwerker und die machen sich dann ihre eigene Planung. Mittlerweile wird im Vorhinein jeder Stand mit Strom verlegt, weil es fast unmöglich ist, die Stände nachträglich zu versorgen. Und Wasser, Abwasser, der hat es ein bisschen leichter, der macht es dann in Revisionsbrettchen im Boden. Und das sind es auch nicht alle Stände, das muss man schon auch sagen, das ist wesentlich weniger. Auch Marianne Lechner kommt aus Kempten und kennt die Festwoche seit Kindheitstagen. Dass sie das Ganze mal in leitender Funktion organisieren würde, das war ihr damals noch nicht bewusst. Nee, das habe ich mir sicherlich nicht gedacht. Ja, ich kann mich gut erinnern an das Lichterfest, das es ja schon immer gibt. Und ja, so damals Weinzelt, so Erinnerungen gibt es da schon dazu. Natürlich war man als Kind selbstverständlich mit den Eltern auf der Festwoche. Ich glaube, dass es jedes Allgäuer Kind wächst so auf und kann dann irgendwann dann Mitte 50 dann sagen, ich war von Anfang an dabei. Marianne war von Anfang an mit dabei und steckt jetzt mittendrin. Übers Jahr verteilt investiert sie rund 1000 Arbeitsstunden in die Festwoche. Und wenn sie dann vor der Tür steht, kann das für die Architektin schon mal längere Nächte und weniger Schlaf bedeuten. Also ich komme aus dem großen Veranstaltungsbereich. Ich habe auf der ganzen Welt riesengroße Veranstaltungen gebaut und man steckt da immer wirklich sein ganzes Herzblut rein. Und gut, als Architekt haben Sie sowieso immer so diese Bilder vor sich, wie das Ganze funktionieren soll. Und naja, Herzblut, ganz einfach, Herzblut, Leidenschaft. Wenn Projekte gut vorbereitet sind, dann gehen sie mit Leichtigkeit von der Hand. Das wünsche ich mir für unsere Arbeit, das wünsche ich mir für den Verlauf der Veranstaltung, naja, und für alle Kemptner und Allgäuer. Weil Strom- und Wasserversorgung auf der Festwoche so ein großes Thema ist, schauen wir uns genau das noch ein bisschen genauer an. Die Festwoche findet im und um den Stadtpark statt, ein Gebiet, an dem die nächste Steckdose normalerweise weit entfernt liegt. Albert Miller kümmert sich mit seinem Team darum, das komplette Festwochengelände mit Strom zu versorgen.
Das heißt, wir bauen wirklich alles ab. Irgendwelchen Speisepunkten, die vereinzelt stehen, müssen wir alles neu aufbauen und bis zur Steckdose im Stand. Also bei einer normalen Messe machst du bloß einen Deckel im Boden auf und da ist der Strom drin. Das ist halt hier in der Festwoche ganz, ganz anders, wenn wir wirklich alles von zu Hause mitbringen und komplett auf- und abbauen. Die groben Wege für die Stromkabel werden im Voraus festgelegt und in einem Plan festgehalten. Über welchen Baum oder welchen Ast ein Stromkabel dann wirklich gelegt wird, liegt an der Erfahrung des jeweiligen Monteurs. Es ist eine Challenge immer, also dass man das halt stolperfrei und sicherheitstechnisch hinbringt. Der Strom wird aus mehreren Trafostationen rund um die Festwoche entnommen und speist zum Beispiel die Beleuchtung, die Bühnentechnik oder auch die einzelnen Computer der Aussteller. Insgesamt wird für die Festwoche in etwa 1 Megawatt Leistung benötigt. Das ist ungefähr doppelt so viel, wie eine normale Trafostation in der Wohnsiedlung hat. Oder das sind dann 1300 PS umgerechnet, was ungefähr ein Leistungsbedarf ist. Mit den Jahren hat sich die Herangehensweise an die Stromversorgung verändert. Also ganz früher hat man es wirklich noch sehr primitiv mit Haushaltskabeln gemacht. Dann kamen die Vorschriften, dass man irgendwann bloß noch schwere Gummileitungen verwenden durfte. Früher haben wir dann alles über die Bäume gezogen. Irgendwann kam der Stadtgärtner und auch da gab es Vetos. Also ganz früher hat man noch Nägel in die Bäume geschlagen. Wenn man es heute macht, kommt man ins Gefängnis, glaube ich. Und somit hat sich seit in den Jahren geändert. Irgendwann haben wir da mal ein paar Rohre im Boden bekommen, so wie glaube ich hier gerade irgendwo, dass man was aufgeschnitten hat, wo man was durchziehen kann, dass man immer oben drüber fahren muss. Durch die geplante Umgestaltung des Stadtparks soll die Stromversorgung dann auf der Festwoche 2019 um einiges einfacher werden. Geplant ist, dass noch mehr Rohre im Boden verlegt werden, die dann für den Strom genutzt werden können. Für die Wasser- und Abwasserversorgung ist dieses Jahr Rainer Krappmann mit seinem Team verantwortlich. Das Wasser wird bei einzelnen Ausstellern benötigt, für die Sanitäranlagen oder natürlich im Gastrobereich der Festwoche. Ja, die einzelnen Aussteller, die bestellen bei uns ihr Wasser, die liefern auch Pläne mit. Das heißt, wir sind im Vorfeld schon ziemlich gut informiert, wo die das genau brauchen, an welcher Stelle im Stand oder in der Halle. Und dementsprechend richten wir uns. Und da haben wir natürlich hier eine sehr gute Infrastruktur, die am Festplatz schon vorhanden ist, nach neuesten technischen Vorschriften und auch sehr gut platziert, dass wir optisch für den Zuschauer unsichtbar alles legen können, ohne dass das jemanden auffällt. Auch beim Wasser kommt es auf die richtige Planung im Voraus an. Ja, erst einmal, wie viele Anschlüsse braucht man, wie viel Wasser wird benötigt. Dementsprechend dick muss man die Hauptleitungen legen und natürlich die Unterverteiler. Diese ganzen Sachen, das wird einigermaßen geplant und wir machen es ja auch schon zum 5. Mal. Und da weiß man dann schon ungefähr, wie man es machen muss. Insgesamt werden in den 9 Tagen Festwoche ungefähr 6000 Kubikmeter Wasser verbraucht. Die Wasserleitungen werden größtenteils vom Besucher versteckt verlegt. Das ist alles unter dem Boden von den Zelten. Die werden praktisch nachher, wenn der Zeltboden liegt, werden die eingezogen von uns. Immer an die Stellen, wo sie bestellt worden sind. Und dann somit ist es absolut unsichtbar für den Besucher. Während der Festwoche haben Krappmann und sein Team einen Notfalldienst eingerichtet, damit sich vor Ort auch direkt jemand um mögliche Probleme kümmern kann. Ja, da natürlich hier der Alkoholgenuss, wenn groß geschrieben ist, geht natürlich des Öfteren auch mal ein Waschbecken kaputt oder irgend sowas. Und sowas muss dann natürlich gesperrt werden oder abgebaut werden oder gewechselt werden gleich, je nachdem, ob wir es da haben oder nicht. Solche Sachen hauptsächlich. Wir wünschen der Allgäuer Festwoche auf jeden Fall, dass sich solche Vorfälle dieses Jahr in Grenzen halten und die Besucher hier einfach einen schönen Tag verbringen können. Die nächste Folge von Land und Leute wird sich dann nochmal rund um die Festwoche drehen.